Neue Aufgabe. Lege alle Zutaten auf das Buch, um das Amulett zu zerstören. Das Buch war... Lege alle Zutaten. Wir brauchen erstmal die Zutaten. Wir haben nichts mehr. Gerade sitzen. Ja, 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 komm. Wir haben nichts mehr. Nichts. Wir haben nichts. Nichts mehr. Wir haben nichts mehr. So, wir gehen mal ganz kurz... Ist das das Buch hier? Ist das das Buch? Ist gemeint das Buch? Das da? Denn ich sehe das Buch nicht. Wo ist denn das Buch? Ah, hier. Okay, alle zeigen. I did it. I changed the future. Howard and Jackie will stay themselves. Ich esse deine Seele. And it's nice to know that these awful events won't bother anyone but me. Ach, Jackie und Harry. Was? Sag mal, Olga Schwaleva. Liebe Olga Schwaleva, das war's? Sag mal, Vadim, Alexander, Galina, Valentin, Sergei, Alexander und Sergei. Das war's? Das war's? Nicht mal 5 Stunden? Das liegt daran, weil wir so ein Skiller sind, natürlich. Das... Ja, das war also... Das sind tolle Credits, die da durchlaufen. Das war echt schnell. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so schnell fertig war. Was ist denn da los? Mist, ich muss das LP noch voll in die Länge ziehen. Ja, das war auf jeden Fall Grim Tales zu Unrecht verdächtigt. Und ich muss sagen, leider fehlt mir ein bisschen, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Grace, fehlt mir so ein bisschen im Spiel. Es geht jetzt irgendwie neuerdings auch bei Grim Tales 7, geht es mehr so um Morde und übernatürliche Lalala. Da ging es vorher natürlich auch, aber da war die Familie mehr involviert. Vor allen Dingen unser aller Lord Greygrey, den vermisse ich. Und Brandon, den Schrumpelboy. Den Schrumpelboy, den vermisse ich natürlich auch. Die sind alle in Frucht. Das war schnell. Beta-Autorin, Editorin war die Christine Roman. Und natürlich auch Curtis Reynolds. Curtis. Ja, yeah, mein Name ist Curtis Reynolds. My name is Chris Tobolsky. I'm Mark Harmon. Nathaniel Omepag and Jason Rich. I'm the project leader. Amando Castillo, Christina Kessinger, Joel Flame, Cody Taff, Johnny Madensner, Joe Lozzi and George Bodgening. Ken Levers, Tessa Ludi, Lawrence Allen, Sean Cabrillan, Byron Donaldson and Peter Cohen. Nobody will know this is German stream. Andy Sellers, Andrew Kine, Tony Ferreira, Will Herschelman. Yeah, we're probably immigrated, yeah. Big Fish Games Incorporated. All rights for B. Halton, Big Fish, the Big Fish logo and Grim Tales are trademarks from Big Fish Games Incorporated. And it was a game from Elephant Games, yes. It's unbelievable, Elephant Games strikes again, it's Grim Tales 8. Ladies and gentlemen, this was awesome. It was really quick. Damn, it was quick. I need another go. Okay, wenn das so schnell... Du hast das Hauptspiel abgeschossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Du findest es unter Bonusinhalt im Hauptmenü. Ich kann mich nicht ausziehen. Das Jackett ist zu eng. Was mit das Kabel hier über den Arm. Ich ziehe mich später aus. Dann aber nackt. Also wenn die Cam aus ist. Damit die Leute nicht wegschalten schnell. So, ich bleibe vorerst angezogen. Aber dafür, gerade wenn man schneller fertig ist, sollte man am besten auch seinen Bonusinhalt dazugeben.
Und deswegen... Was? Sammelobjekte und Auszeichnungen. So, 10.000 Leute weniger. Konzeptkunst und Wandpappen. Musik. Geheimraum. Gucken wir uns alles später an. Jetzt erstmal Bonus. So. I decided to sell the house. There are just too many bad memories there. A happy family called the Fosters lives there now. Die Fosters leben da jetzt. Wir sind offenbar... Wir sind in der Zukunft. Da wohnen jetzt die Fosters. Wir haben gerade die Fosters gesehen. Das ist eine Familie, die ist sehr... Das ist Mutti, Papi mit Töchterlein, also mit Kind. Hab jetzt nicht geachtet. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der einen Pillermann hat oder nicht. War auf jeden Fall ein Kind dabei. Und wie man sieht, die haben das Haus echt... Also hier ist echt schön geworden. Hier ist echt schön geworden. Hier ist ein Sumpf. Hier ist alles vermoost. Hier ist alles dreckig. Also die Fosters ist schon toll. Ist schon toll. Neue Aufgabe... Gelange ins Obergeschoss und finde Nicoles Zimmer. Die heißt so, weil die immer pleite ist, Nicole. Okay. Oh. And I've come to pick up the last of my things. Die sah furchtbar aus. Wow, ich habe selten so eine. Die war ja fröhlich. Die kann man bestimmt klar machen. Bei den Fosters ist alles schön. Oh, Entschuldigung. Hab aus Versehen was geklaut bei denen. Hier ist noch eine Gießkanne. Da ist sowas. Ich weiß genau, wo ich Wasser holen kann. Ja, wahrscheinlich aus dem Klo schöpfen. Lieber Herr Grey Grey, in dem Springbrunnen steckt etwas fest. Seine Schalttafel ist gleich hier. Okay, da müssen wir die Schalttafel irgendwie manipulieren. Hier ist noch der Zwerg, den können wir diesmal nicht umwerfen. Ich will ehrlich gesagt nicht ins Haus. Das ist mir ein bisschen zu unheimlich. Hier steht eine Karre. Aber auch die Karre ist zugemoost und bewachsen. Ich habe keinen Schlüssel zum Auto dieser Familie. Die will ihre Sachen abholen, aber erstmal schön fett im Wagen einbrechen. Finde ich gut. Ja, ist eine traumhafte Familie. Die ist echt, lebt der Hund? Nee, das ist ausgestopft, ne? Hello, Mrs. Foster, Mr. Foster. That's weird. Why are these drawing supplies on the stairs? This must be their daughter's doing. Where is Nicole? Komisch. Eben stand die Kommode noch gerade drauf. Oh, das habe ich gesehen. Eben stand die Kommode noch gerade drauf und jetzt liegt sie dann so herum. Oh ja, easy going. An Nicoles Puppenhaus fehlen ein paar Dinge. Was machen wir denn mit Nicole? Claire? Heißt sie Claire? Claire Grube und Samuel sitzen da wie Statuen. Sie scheinen nichts zu sehen oder zu hören. Was stimmt nicht mit ihnen? Das würde mich auch mal interessieren. Was haben die denn auf dem Tisch? Sie scheinen in eine Art Trance gefallen zu sein. Sie sehen mich an, aber sehen mich nicht. Hä? Sie sehen mich an, aber sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich einfach nicht. So, als wären sie lebendige Puppen. Achso, wir kommen ja von draußen. Nö, ich gehe wieder rein. Draußen stinkt's. Hier ist noch... Verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Okay. Was? Wahrscheinlich fanden die Archäologen dieses interessante Kästchen während einer
Expedition. So, das wird mir als Hinweis dienen, aber es fehlt bestimmt noch was, oder? Ich kann ja hier nichts machen. Was denn das? Scharfer Knochen. Hüt. Diese Giraffe mit dem Maßband gehört sicherlich Nicole, der Tochter der Fosters. Eines ihrer Augen fehlt. Also der Tochter fehlt ein Auge. Die hat Nicole und nur ein Auge. So. Vorsicht, ich will keine Kerze umwerfen und das Haus in Brand stecken. Welche Kerze? Wo ist denn hier eine Kerze? Lappen. Du Lappen. Steck das Haus in Brand. Ich muss die Kommode von der Treppe räumen. Ölkanne. Okay. Hier war die Videokamera. Vielleicht können wir die immer noch filmen. Da kommen wir nicht rein. Wir kommen auch ansonsten nirgendwo hin. Boom. Nichts passiert. Mit einem scharfen Knochen erstmal alle Wespen aufschneiden. Das ist eine gute Idee. Ich denke, das soll... Oh! Das sieht ja furchtbar aus, das Vogelhaus. Auf dem Vogelhaus fehlt einer der Holzvögel. Das ist das hässlichste Vogelhaus, was ich jemals gesehen habe. Hier ist noch ein... Ah, natürlich. Stock. Ich könnte den Lappen darum wickeln und eine Fackel daraus machen. Das würde schon gehen. So, jetzt haben wir eine Fackel. Öl ist weg. Mit der Fackel können wir wahrscheinlich die Bienchen verscheuchen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht genau. Wir können auch eine Spur aus Sonderangeboten legen. Das lockt die Bienchen auch weg. Entschuldigung. Nichts ist passiert. Wir brauchen natürlich noch... Mit Rauch kann man angeblich Wespen aus ihrem Nest vertreiben. Natürlich. Wir brauchen aber erstmal Feuer. Wir haben kein Feuer. Und leider auch keine Sonderangebote dabei. Haben wir uns erstmal eine schöne Fackel gecraftet. Kann man eine Kerze... Wir haben noch... Kann ich... Wow. Gewagt. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht. Wir haben also... Achso, da. Wir haben also die brennende Fackel in die Hose gesteckt. Aber leider... Hier. Hinfort, ihr Bienchen! Hinfort! Geh weg! So. War wahrscheinlich gerade herabgesetzt auf Amazon, die Statue, deswegen... So, die Statue sollte einen Kopfschmuck tragen. Haben sie wahrscheinlich geklaut? Ein Kopfschmuck, hier. Ein Schnabel. Was? Autoschlüssel? Ich brauche eine Gartenschere, um diesen Dornenbusch zu zerschneiden. Okay. Wir haben auf jeden Fall... Da ist auch schon ein Autosymbol dran, das finde ich ganz gut. Alter, haben die da echt einen Fuß im Auto hinten drin? Und, Alter, was ist das denn hier? Was ist, ach, das ist ein Anker. Ich habe das Ding hier in der Mitte nicht gesehen. Ich dachte gerade, was haben die denn im Auto? Interessante Dinge. Ich will das gar nicht wissen so genau. Neben einem Fuß. Es ist, Alter, diese Foster sind voll ekelhaft. Das ist voll die perversen Familie. Die Tochter hat bestimmt die Treppe zugestellt, damit die Eltern nicht an sie rankommen. 10 Generationen Inzest. Hurra! So. Okay, wir müssen einen Hund finden, einen Mops. Es ist einfach... Es ist einfach furchtbar, das Spiel. So. Ja, das ist diese komische Drahtbrille. Das ist, toll. Bitte mit dem nötigen Ernst spielen. Wir brauchen noch eine Umhängetasche. Umhänge. Das habe ich gesehen. Dann das nicht, ne? Oh doch, ja, das kam jetzt neu rein. Habe ich nur per Zufall angeklickt. Das habe ich jetzt nicht per Zufall angeklickt. Das ist eine kleine Eule. Ist das eine Eule? Das ist eine Eule. Ist eine Eule. Ist eine Eule. Ist eine Eule. Eule ist eine Eule. Die Eule ist eine Eule. Ich glaube, das hier kann ich nicht anklicken. Nein, ist zu groß. Das kann ich mir nicht in die Hose schieben. Hier ist noch Geld dafür. Da ist der Mops. Da ist Ditte. Das bist du. Das ist die Tasche. Okay, die war so groß, ich wusste nicht, ob man die nehmen soll. Und jetzt noch irgendwas, was irgendwo hängt. Was ist denn...
Was ist denn das letzte jetzt hier? Das kann doch alles sein. Das hier. Ah, easy. Gut gemacht. Wir erhalten eine Ledertasche. Guck mal, Mami, ohne Hilfe und perfekt kalkuliert. Ich freue mich sehr. Tasche ist natürlich unvollständig. Aussparung! Ja, ja. So, Aussparung für Knöpfe. Ich will wirklich nicht. Alter, voll der Ramschwagen. Die sind voll ekelhaft. Das ist voll die ekelhafte Familie. Und wir haben aus dem Auto letzten Endes eine Tasche bekommen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können, weil die einfach auch noch zu ist. So eine Kacke. Was soll man mit der ganzen Scheiße, die wir hier finden, wenn wir die sowieso nicht benutzen können? So. Scharfer Knochen. Kann ich da nicht diesen Hund aufschneiden? Entschuldigung. Kann ich mit dem Knochen nicht die Giraffe aufschneiden? Das muss doch gehen. Da ist noch ein Zettel, den ich... Oh. Hallo, Mama. Wir sind von den Ausgrabungen in England zurückgekehrt. Uns geht es gut. Nicole hat bei den Ausgrabungen mitgeholfen. Sie hat eine antike Strohpuppe gefunden, worauf sie sehr stolz ist. Wir kommen dich bald besuchen. Deine Claire. Kennst du Prinzessin Claire aus... ja, okay. Hier können wir nichts reinstecken. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder... Hat sie wahrscheinlich verkauft, um ein bisschen Geld zu machen. Vielleicht mal einen Kopf rammen, geht auch nicht. Was hat die denn in der Hand? Ich soll die USA retten. Save US. Ja, ich muss Präsident der Vereinigten Staaten werden. Warum hat die so einen Zettel in der Hand? Kann man eh nicht schreiben. Wir müssen wahrscheinlich erstmal aufräumen. Die Frage ist, gerade sitzen. Ja. Ich setze mich ja wieder gerade hin. Das Jackett hängt ein bisschen. Warte. So. Ich könnte nochmal probieren gerade. So, jetzt hört man mich wieder besser. Ja, geht es wieder. Das ist sehr schön. Könnte ich nicht mal versuchen hier? Alter, ich kann doch da auf... Ah. Ich wollte gerade aufschneiden, geht aber auch so. Ich bin aber mehr so der Aufschneider-Typ, weißt du? Gut siehst du aus. So, jetzt haben wir hier Springbrunnenknopf. Klar, wenn ich einen Knopf... Wenn ich einen Knopf finde, denke ich auch erstmal, muss Springbrunnen sein. Oh nein. Finde die richtigen Positionen für die drei Knöpfe, schiebe sie, bis alle aufleuchten. Mein Intellekt. Oh, war gerade überfordert. Oh. Ich sag mal lieber nichts, nicht, dass gleich wieder so ein Ultra-Rätsel kommt. So, wir eins von fünf, eins von zwei. Oh. Taschenknopf und dreieckiges Puzzleteil. Eigentlich kann man auch sagen, dreckiges Puzzleteil. Und natürlich ein Blumenamulett. Ein Blumenamulett. Das Blumenamulett tun wir hier rein. Jetzt habe ich die Stecknadel rausgenommen. Jetzt können wir das Ding bestimmt verschieben. Okay. Wir haben eine Büroklammer. Nicht eine Stecknadel, Entschuldigung. Eine Schaufel und Maya-Kopfschmuck. Ho. So. Und wir haben... Eine Schaufel. Zum Glück. Oh. Maya Kopfschmuck. Hier drauf. Oh. Da kriegen wir wieder ganz tolle Sachen. Schlossfahne. Hm. So, die Knöpfe füge ich mal ein. Einen Wagenheber. Da freue ich mich. Mit dem Wagenheber. Wir finden in jedem Grim Tales immer einen Wagenheber. Es gibt in jedem einzelnen Grim Tales Teil mindestens einen Wagenheber. Quietsche, quietsche. So, und jetzt kommen wir nach oben. Oh, was geschieht mit Nicole? Da kommt der Gerichtsvollzieher. Gelang ins Obergeschoss und finde Nicoles Zimmer. Haben wir abgeschlossen. Neue Aufgabe. Finde heraus, was mit dem Mädchen geschieht.
Sie wird in die Prostitution gezwungen. Hast du gehört? Hast du gehört?